Also, die schön. Sendung wird wieder präsentiert von Almdudler. Familie Almdudler, ihr wisst noch nichts davon, aber wir müssen bald mal wir auch noch nicht sprechen. Pro meets Profiling. Wir markieren euch fleißig. Ja. Irgendwann ist es soweit. Weil also, wir sind hier in Bayern. Zum Wohl. Ja. Gell? Ja, ist cool. Yeah. Schön, dich wieder zu sehen in der nächsten Folge. Happy New Year erstmal. So fresh. Ja, würde mich... Unser Kamingespräch. Würde mich echt interessieren. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, gerne, Oliver. Gibt es im Fußball, im bezahlten Fußball, zwei Fragen. Einmal, gibt es im Wettkampf, also im Spiel, Zufall? Oder kann man den ausblenden, indem man sich perfekt vorbereitet? Und die zweite Frage, lass mich die noch, dass ich es nicht vergesse. Die zweite Frage ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Gibt es einen Zufall, dass Talente im Fußball entdeckt werden, gescoutet werden? Oder ist eigentlich da gar kein Zufall mehr? Das würde mich echt interessieren. Du kommst ja aus der also Welt. Sagen wir so, den Zufall kann man ja irgendwo verursachen. Also eine gute Vorbereitung ist die Basis, ob jetzt geschäftlicher, unternehmerischer Erfolg oder auch im Sport. Also gerade im Fußball war es so, immer wenn ich gut vorbereitet, das Gefühl hatte, ich bin gut vorbereitet vom Training, von der Kondition, vom Mindset her, bin ich mit einer anderen Einstellung, mit einem anderen Gefühl ins Spiel gegangen und habe den Zufall oft verursacht oder als Stürmer mal gelauert oder dahin gegangen, wo ich normal vielleicht nicht hingegangen wäre. Und prompt gibt es einen Abpraller und der Ball kommt dann dahin und dann schiebe ich das Tor rein. Wie heißt der Peter, wie heißt der? Neurohrer? Der Skifahrer. Nein, der Fußballtrainer, Peter Neururer. Peter Neururer, ja. Ja, genau. Ich kann, ich wo bin hast du den jetzt rausgezogen? Ich bin aus dem Tennis. Ich bin Peter Neururer. Aber von dem habe ich gelesen, der sagt, Blödsinn, Zufall gibt es nicht. Die Vorbereitung, wie du sagst, ist eigentlich das A und O. Und wenn man sich vorbereitet, dann ist es entweder, dann klappt es oder es klappt nicht. Und wenn der Ball an den Innenpfosten geht und rausfliegt, dann hat er den nicht richtig getroffen. Ja. Also das sind dann eher Fehler oder technisches Versäumnis oder Nicht-Können. Ja. Und ich bin anderer Meinung, aber das ist jetzt eine Meinung, ich kann ja nicht mal den Namen des Trainers aussprechen. Ja. Meine Meinung ist, dass der Zufall auch im Fußball massiv stark ist und wir immer versuchen, den auszublenden, aber es ist halt einfach Einwirkung des Gegners, oder? Wenn da der Ball abprallt und dann aufs Bein springt, ist doch Zufall und dann steht der Thomas Müller, steht dann genau an der richtigen Stelle und locht ein. Richtig. Das ist Zufall, oder? Antizipation, ja. Ich sag mal, indirekter Zufall. Weil es ist kein Zufall. Du musst erstmal Profi werden, um dann bei diesem Spiel an dieser Stelle zu stehen. Und das ist vorbereitet. Und wieso stehen wir dann? Ich habe auch eine Vermutung, aber ich will dich apropos fragen. Müller. Gerd Müller war ja das beste Beispiel. Ja, in warum den 70er, sind die so 80er Jahren, der Bomber der Nation. Ja. Der stand ja gefühlt fast immer richtig. Und hat aus keiner Chance manchmal ein Tor gemacht, ja? Weil er halt tagtäglich seine Antizipation, die Antizipationsschnelligkeit trainiert hat, ja, über Jahre. Thomas Müller ist auch so ein Beispiel, der sieht gar nicht aus wie ein Fußballer. Ja? Wenn du den so siehst, denkst du, das ist eine Legende. Ja? Und ich glaube, das ist jahrelange Professionalität, Regelmäßigkeit, Routinen, Wiederholung, um dann überhaupt mal dorthin zu kommen, dass du den Zufall verursachst. Natürlich muss der Ball da mal hinspringen oder er springt an Pfosten und geht raus, du verlierst das Spiel. Ja. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema, durch Niederlagen gestärkt rauszukommen, um dann Erfolge einzufahren. Okay, das haben wir, genau, das hat man. Ist dann der Ronaldo, also dieser 36-Jährige, der jetzt da der Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Also nicht der dicke Ronaldo von den 90er Jahren. Na, der ist schon tot, oder? Nee, gibt schon noch. Das ist der mit der Zandlücke, oder? Genau. Nein, der jetzt hier bei den Scheichs spielt. Ja. Der ist es so, was ich gelesen habe, dass der auch deswegen so, also verschiedene Komponenten. Erstens, er ist massiv fleißig. Ja. Also massiv fleißig, oder? Kennst du den zufällig persönlich? Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kenne ihn auch nur aus den Erzählungen, vom Lesen her. Unglaublich und diszipliniert. Diszipliniert, fleißig, aber, und das auch wieder angelesen von mir, er hat ein Talent wie Thomas Müller. Er ist perfekt im Antizipieren auf einer unbewussten Ebene. Ja. Ist es das, was du eigentlich sagst? Ich glaube, ja, dieses Talent macht es dann schon nochmal aus. Und wenn dann Fleiß auf Talent trifft, und Ronaldo ist jetzt wirklich ein Beispiel, der ja nicht nur 3, 4, 5 Jahre auf Top-Niveau gespielt hat,
sondern ja fast zwei Jahrzehnte jetzt. Also wenn man so sieht, dass er die Europameisterschaft 2004 im eigenen Land gespielt hat und jetzt 2024 wieder am Start ist und durchgehend auf dem Top-Niveau, dann geht es nur noch. Okay, aber dann ist es doch tatsächlich so, ich habe eine Definition, die mit der arbeite ich in meinen Coachings und jetzt aus dem Sport auch übertragen auf Businesswelt und wo ich unterwegs bin. Die erste Stufe ist, und das hast du eigentlich jetzt im Sport erklärt, wenn ich es verstanden habe, die erste Stufe ist perfekte Antizipation auf dem Fußballplatz oder in deinem Daily Life oder in deinem Business Life. Welche herausfordernde Situationen, was passiert in der Branche, auf dem Fußballplatz, diese Vorausschauen, antizipieren heißt gedankliche Vorwegnahme von dem, was kommen kann. Ja. Und jetzt bleibe ich nochmal beim Fußball, wenn der einfach intuitiv weiß, das Talent, dass er dahin läuft, dass er Spielzüge antizipiert, die wir gar nicht sehen, aber die er intuitiv schon, das ist Talent. Ja. Das Ganze kannst du natürlich in anderen Bereichen auch. Da ist kein Zufall mehr, sondern da ist Antizipation und noch austrainiert. Zweite Stufe, harte Arbeit und Disziplin. Richtig. Harte Arbeit, das ist immer das, was wir jetzt ja auch schon in der ersten Folge. Harte Arbeit und Disziplin, deswegen kann ich, wenn es um Zufall geht und Erfolg, diese Work-Life-Balance-Scheiße einfach nicht mehr hören, wenn man es falsch verstanden hat. Es gehört immer in jedem Bereich. Ja. Fußball, Business, Ehrenamt ist vollkommen egal. Wenn du Spitzenleistungen bringen willst, musst du harte Arbeit und Disziplin. Wenn du irgendwo Pro sein willst, also ein Profi, ist es wichtig, dass du alles dem Erfolg unterordnest. Und beim Ronaldo ist es halt so, er hat alles dem Fußball untergeordnet, seine Ernährung, seine Regeneration, sein Familienleben. Aber extrem, ne? Und extrem. Deswegen ist er auch extrem erfolgreich. Wenn man so einen Oliver Kahn zum Beispiel nimmt, der war jetzt nicht der talentierteste Torwart, aber er war extrem fleißig. Der hat halt mit noch mehr Fleiß. Boris Becker übrigens auch. Wahrscheinlich, ja, da bist du ja im Tennis. Der Boris Becker, der war genau dafür bekannt. So, und das ist dieses Malochen, dieses Arbeiten. Und ich glaube, das ist wichtig. Und im Unternehmertum, ich merke das ja bei mir im Finanzdienstleistungsvertrieb ja genauso. Es gibt sehr viele talentierte Menschen. Nur wenn Fleiß auf Talent und dann die Kontinuität, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Kontinuität schlägt mit Erfolg vor. Wie lange? Du hast bei der letzten Folge. Also ich sag's mal, diese 10.000 Stunden haben wir da mal gesagt gehabt. Ich bei mir war so, ich bin mit 18 in den Vertrieb rein, habe 2 Jahre das Dual mal erprobt, aber dann 10 Jahre lang 10 Jahre sind Kundenberatungen, alle Sequenzen erlebt, um dann weitere 5 Jahre dran zu setzen mit Seminare leiten, Teamaufbau zu machen. Also es waren 17 Jahre. Und im Fußball ist genauso. Da hast du Jugendfußball, 10 Jahre, 15 Jahre, dann wirst du Profi und dann geht es erst richtig los. Ja. Und da habe ich mal eine Anekdote von Philipp Lahm, mit dem ich ja auch in der Jugend mal zusammengespielt habe. Er hat gesagt, du, ich bin Profi geworden mit 19, mit 20. Nur als 30-Jähriger, also 10 Jahre Profitum, erst dann hatte ich gefühlt jede Sequenz im Sport, im Fußball erlebt gehabt, dass ich weiß aus Erfahrung, wie rum ich mich drehe, wo ich den Ball hinspiele. Also nachdem er Profi geworden ist, geht ja die Ausbildung dann weiter. Dann geht es ja richtig los. Und es geht nur durch Kontinuität. Und ich habe das in jeder Branche, in jedem Bereich sind immer die nachhaltig erfolgreichen sind in Stufe 2, wenn man auf diesem Erfolg mit Zufall gekoppelt, 10 Jahre unterwegs. Ich habe keinen erlebt, der... Ja. Weißt du, so eine schnelle Nummer wie Zufall. Übrigens müssen wir mal überlegen, was Zufall oder Glück eigentlich heißt. Eine Zufall Definition, ist ein Lottogewinn. Genau. Davon rede ich nicht. Also dauerhaft, wir reden nicht von einer schnellen Nummer oder Bitcoins mal geschossen und dann bin ich durch. Ja, oder mal einen großen Kunden an Land gezogen oder einen, und gutes Deal gemacht. Genau, dieses dauerhaft ist harte Arbeit und Disziplin. Aber eins will ich nicht vergessen, die dritte Stufe. Ich weiß nicht, wie du das betrachtest. Die dritte Stufe heißt Lernen aus Fehlern. Ja, das stimmt, dass du nicht die Fehler immer wieder machst. Ja, und weißt du, wenn du jetzt gerade... Das ist ja die Erfahrung. Ja, wenn schlechte Erfahrungen lernen. Aber manche lernen dann doch nicht. Die wollen es vielleicht auch gar nicht lernen. Und fragen sich dann... Und gehen in die Opferrolle dann. Ja, genau. Ja, alle anderen sind schuld. Sind die anderen schuld? Ja. Ich bin in meiner Work-Life-Balance. Übrigens ist das, die Verarbeitung von Misserfolg, also Zufall, du kannst Zufall... Ich muss es noch sagen, ich denke, Zufall wird massiv unterschätzt. Massiv unterschätzt in allen Bereichen. Wir sind einfach ein Produkt von Zufällen und übrigens, wir haben so das Verlangen, Sachen zu erklären. Die Menschen, wir wollen immer erklären, wir haben so Kontrolltrieb.
Und dann kommt die höhere Macht häufig ins Spiel. Ja? Ja. Also auch am Fußballplatz, das war Gottesarm. Ja? Ja, ja. Hand Gottes, Maradona. Nicht Madonna, ne? Nee, nicht Madonna, Maradona. Maradona. Ja, Diego die Hand Armando Gottes. Maradona. Es war 86 war das. Ja, da kommt wieder. Ja, ja. Das war Zufall, der geht ja hoch, ja, vielleicht so ein bisschen Zufall, aber dann wird dann der Erklärungsmuster. Nur er hat mit der Körpersprache den Schiedsrichter irgendwo mit beeinflusst, indem er Selbstverständlichkeitsansatz zum Jubeln gegangen ist. Ja, das kennen die, ne? Das sind viele Faktoren. Ja. Aber ja, dann wird immer so die Erklärung auch, weil wir in der dritten Stufe waren, lernen aus Fehlern, das ist dann der liebe Gott ist schuld und so, da wird ja nicht gelernt. Ja. Und weil wir vorhin hatten, Fußball oder Boris Becker war ja begnadet, also auch mit Disziplin austrainiert, schon sehr erfolgreich, aber irgendwie hat er die dritte Stufe aufs Leben nicht so ganz, also ich kenne ihn ja nicht persönlich. Das ist Marco bei vielen lernen Sportlern übrigens, gell? Die extrem gut waren in ihrem Bereich, dass sie dann in der dritten Lebensphase das irgendwie nicht. Ja, weil dann ist es entweder Sieg oder Niederlage und dann kannst du dich eigentlich so einer echten, authentischen Analyse deiner Fehler nicht widmen. Ich hatte mal einen, nicht aus dem Sport, einen im Coaching, der sagt, Herr Vogelhuber, ich will Sie mal buchen, ja, weil bei mir sind die letzten 5% bis zur Spitze, da komme ich nicht so richtig durch. Und dann sage ich, was haben Sie denn falsch gemacht? Was haben Sie falsch gemacht? Dann sagt er, falsch, ich? Nix. Nix. Na, ich sage, aber Sie haben doch gesagt, Sie machen viel, Sie sind wahnsinnig viel unterwegs mit Projekten. Da sagt er, ja, und verstehe ich nicht. Ja. Warum fragen Sie so komisch? Und ich sage, naja, weil wenn Menschen, Achtung, Bora, ich habe gesagt, wenn Menschen viel machen, machen sie ja auch Fehler. Da kann ja mal was passieren, auch ein Zufall, da passiert was, klappt nicht. Das muss doch bei Ihnen auch zutreffen. Und dann sagt er wirklich überzeugt, ja, Menschen schon. Das heißt, aber ich nicht. Mhm. Die haben dann solche Persönlichkeiten haben dann das Gefühl, ich bin eine Maschine. Ja. Also der Menschen sind die anderen, ich bin unantastbar. Ja. Und dann kommst du aber aus die dritte Stufe hast du nicht zur Verfügung. Ja. Was dann eben wirklich ausmacht, um dir Zufälle oder auch selbstverschuldeten Erfolg zu attribuieren, zuzuschreiben und dann an die Spitze zu kommen. Ja. Wenn du da aufhörst, ist wieder alles nix. Ja, da passt ja das Sprichwort von Dr. Pohl, wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du, wenn du in einer Sache gut bist, aber du weißt, es ist endlich. Also Leistungssport ist ja dann körperlich irgendwann endlich. Aber man gewöhnt sich ja auch an diesen Lifestyle, an das Finanzielle. Und da den Bogen zu bekommen in die dritte Lebensphase. Also als Profifußballer ist es ja auch so, viele verdienen Millionen. Und auf einmal mit 30, Mitte 30 ist es zu Ende. Und wenn du dann nicht vorgebaut hast, das musst du erstmal packen. Ja, und das ist aber wieder Antizipation. Du fängst wieder von vorne an. Genau. Und das ist, glaube ich, während der Karriere, die Karriere nach der Karriere, im Früher an später zu denken, ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Aber viele, viele Sportler, merke ich gerade, diese Social-Media-Generation, manche machen sich echt Gedanken drüber, aber viele aber auch nicht und sind dann gewohnt an die Sache. Und das ist auch Professionalität irgendwo. Und das, was du ja machst, ist Profiling. Ich glaube, das ist für jeden Menschen auch wichtig, da eine Grundkompetenz sich auch zu aneignen. Ja, weil du so die Welt nicht einschätzen kannst, wenn du nicht siehst, was auf dich zukommt. Und da sind wir wieder. Genau. Ich muss immer so grinsen, weil ja eigentlich alles, was wir sprechen, immer in die drei Stufen Antizipation hatte, aber Disziplin, Lernen aus Fehlern, dann geht es von vorne los. Genau. Und wer irgendwo hängen bleibt und keine Profiling-Kenntnisse hat und vor allem keinen Bock, sich Gedanken zu machen, weißt du, was ich für eine Metapher habe? Viele, weil du sagst Social Media, viele Menschen laufen im Leben wie durch so ein Shopping Mall. Yeah. So geile, wo fliegen die alle hin jetzt im Moment? Wo so hoch? So, wo Dubai, so heiß? Dubai, ja. Da warst du auch schon. Ja. In Dubai, da gibt es so Shopping Malls und ich habe so das Gefühl, im Leben ist so Shopping Mall-Mentalität. Ich gehe da und dann kaufe ich hier was Schickes und dann gehe ich nach unten und dann hole ich mir noch was zu trinken und zu essen und was Schönes zum Anziehen. Und so ist unser Leben. Ja. Aber was eigentlich der Sinn ist dahinter und wie ich dann auch vorausschauen kann, was passiert, wenn ich dann auf dem Parkplatz wieder rausgehe aus der Shopping Mall, da ist ganz schön heiß draußen in Dubai, da muss ich mir ja Gedanken machen, was passiert hinter dem Einkauf. Genau. Also diese Metapher. Und viele finden es aber so schön, die Ablenkung beim Shoppen und Einkaufen. Ja, sind mit dem Äußeren beschäftigt. Ja. Anstatt mit dem Inneren. Ja, und dann ist natürlich ein bisschen scheiße, dann, klar, wenn du dann einen Hitzschlag bekommst. Ne? Ja, richtig. Also das Glück sollte von innen herauskommen. Und das ist ja im Sport, denke ich, genauso. Wenn du Leistung bringst, auch wenn du Bock hast auf Training oder nicht, nach dem Training fühlt man sich komischerweise immer besser, hat das Gefühl, ich habe was geleistet. Und wenn so wie ich gestern. Regelmäßig das machst,
dann denke ich, verursacht man Zufall, Erfolge. Warte mal, wie sagt das nochmal? Man verursacht Zufall? Also je genauer du etwas planst oder vorbereitest, desto härter trifft einen der Zufall. Ja, und das sage ich anders, ja. Aber so wie du. Ja. Die Wahrscheinlichkeit. Du sagst es anders, aber so wie ich. Okay. Ja, aber es ist das Gleiche. Ja. Da erhöht sich der Zufall, heißt, ja. Ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit. Ja. Für Erfolg. Dass der Ball mir ans Bein springt. Ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit durch hohe Penetration, heißt Wiederholung, durch hohes Einüben, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Richtig. Ich habe es auch oft gehabt, du wahrscheinlich auch in deinem Arbeitswelt. Also wenn ich im Fußball früher gespielt habe und ich habe mir Stress gemacht und habe gesagt, oh, heute sind vielleicht Spielerberater da und das ist noch da. Und habe mir dann Stress aufgebaut, dann habe ich manchmal das leere Tor nicht getroffen. Und wenn ich mal einfach mal im Flow war und Spaß an der Sache hatte, wenn ich voll bei meiner Sache war, auf einmal habe ich 2 Tore gemacht und dann schießt du aus 30 Metern einfach mal drauf los und dann geht der auch noch in den Winkel rein. Ja? Das ist aber dann Zufall, ne? Das ist dann, ja, Zufall, Flow. Also das ist eine Mischung. Eine Mischung. Und im Business-Kontext, ja, wenn ich jetzt den Kunden unbedingt brauche und ich brauche diesen Abschluss, komischerweise hat es nie geklappt. Nein, das geht nicht, das ist die Verkrampfung. Und bin ich aber im Flow. Komischerweise, dann ist dann noch eine Empfehlung da, du, ich will auch noch was haben und ja, können wir das noch machen. Ja, und das ist, es ist so nah. Ja, und jetzt wird es spannend, weil das ist ja genau das, kann man Flow bewusst herbeiführen? Ja, mit einer Vorbereitung, würde ich sagen. Die Hoffnung ist natürlich, und alles wird getan, aber man kann es eben nicht auf einen Knopf drücken, weil sonst wären wir ja alle permanent im Flow. Genau. Und meine Abschlussarbeit, muss ich jetzt ein bisschen flexen. Ja, mach mal. Ja, meine Abschlussarbeit in Psychologie war, ich komme ja aus dem Sport, aus dem Tennis, und war Bewältigung von kritischen Situationen im Leistungstennis. Mhm. Und natürlich ist es Konstrukt Flow. Wenn ich Flow habe, im Tennis oder auf dem Fußballplatz, denke ich nicht mehr nach an das, an die Konsequenz meines Handelns. Ich gehe im Hier und Jetzt in der Tätigkeit auf. Der nächste Schlag sozusagen. Der nächste Schlag. Ich kann intuitiv abrufen, ich bin in einer hochmotorischen Sportart wie Tennis, ist es das A und O. Wenn du nachdenkst, oder Golf zum Beispiel. Da kriegst du sofort Feedback. Der Winning Ugly ist zum Beispiel eins. Ja. Du kannst hingehen und sagen, Mensch, heute hast du wieder einen fantastischen Abschlag. Kannst du mir mal erklären, wie du den Abschlag machst? Mhm. Spätestens dann hast du den Flow deines Gegners durchbrochen, weil der sagt, auch jetzt, und dann trifft er beim nächsten Mal nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem Zufall, dass du dann in die Ecke hinein donnerst im Fußball, erhöht sich, wenn du im Flow bist. Flow geht aber nur, wenn du in der Balance bist zwischen deinen Fähigkeiten und den Anforderungen der Tätigkeiten. Das ist ja die Voraussetzung, und in meiner Diplomarbeit war, versuche alle Störfaktoren auszublenden. Übrigens, Sportpsychologen, in dem Bereich bin ich ja manchmal tätig, versucht man, alle Störquellen auszuschalten, damit du eben die Wahrscheinlichkeit, wir sind wieder in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, erhöhst, dass dann der Zufall, du triffst den an und der Segel rein, erhöhst. Ja. Und Störquellen sind zum Beispiel, was denken die 10.000 Zuschauer, wenn ich verkacke? Ja, ja. Und das machen dann Sportpsychologen, mentale Stärke heißt, ich blende aus und ich habe Handlungspläne, um diesen Zustand gekoppelt mit Zufall dann auszunutzen. Gut, das unterstreicht dann wieder, du brauchst nicht nur die körperliche Stärke und die Talente, sondern auch die geistige Stärke. The brain is Und durch das Talent, durch die Regelmäßigkeit, auch das, was du tust, dass du das auch gut kannst. Im Grunde ist alles also, nicht so schwer. Es ist eigentlich nicht schwer. Du musst dich anstrengen und wenn du wirklich was Geiles erreichen willst, musst du dich mehr anstrengen, als man glaubt, weil wir in der Lage sind. Und dich im Kopf steuern und was du sonst hast. Und da brauchst halt manchmal jemanden, der dir ein bisschen zur Hand geht und du musst einen richtigen Weg finden. Mentoring, Coaching. Ja, aber eins dürfen wir auch, weil wir letztes Mal gesagt haben, wenn du aber keine Beine hast, wirst du kein Sprinter. Ja, das stimmt. Also das stimmt, ein bisschen in der, weißt du, so ein bisschen in den Leitplanken bewegen. Aber ich hoffe du auch, der Meinung, dass man ganz viel erreichen kann, wenn man das verstanden hat, dass es nicht so schwer ist, dass man aber auch ein bisschen realistisch damit umgehen soll. Und der Zufall spielt eine entscheidende Rolle bei allem. Ich finde auch, dass der Weg erschließt sich ja auch. Mhm. Wichtig ist, wie du sagst, zu wissen, okay, was kann ich gut, was liegt mir, wo geht mein Herzblut auf? Erste Stufe, Und durch diese Regelmäßigkeit, also ich habe da mal ein Buch gelesen gehabt, ich glaube von T. Harv Eker, So denken Millionäre,
Da heißt es, du musst den Weg von hier nach Berlin, ich nehme jetzt Berlin, weil du mal dort gewohnt hast, ja nicht die komplette Strecke sehen, um zu fahren, sondern du, wenn du im Dunkeln fährst, du siehst immer die nächsten 80 bis 120 Meter, aber indem du den Weg fährst, erschließt sich dieser Weg und du kommst dann irgendwann am Ziel an. Mhm. Natürlich ist der Weg mal vielleicht kurvig, dann machst du mal eine Pause und so weiter, aber das spiegelt ja auch unser Leben oder unseren Erfolg wieder. Einfach mal einen Weg zu gehen, nicht früh aufzuhören und dann auch mal aufs Innere zu hören. Ja? Fühle ich mich wohl? Ja. Passt es? Bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich mal schlechte Erfahrungen gesammelt? Dann optimiere ich das Ganze durch Coaching, durch mentale Stärke, durch fachliche Kompetenz, verkäuferische Kompetenz oder digitale Kompetenz. Es sind also so viele Kompetenzen, die man mittlerweile braucht, um erfolgreich zu sein. Mhm. Im Sport würde man sagen, im Fußball oder im Tennis wahrscheinlich auch, du brauchst vielleicht einen Konditionstrainer, einen Taktiktrainer, ja, aber jetzt, einen genau, Physio. Wenn du jetzt das Bild wieder nimmst von der Reise von hier nach Berlin, um Kompetenzen zu erhöhen, da kommt das, wir haben das Thema Zufall, dann kommt natürlich Zufall, es regnet. Genau. Und dann musst du natürlich, das ist Zufall, du musst einen Scheibenwischer anmachen. Ja. Und das sind Kompetenzen. Du musst schauen, wo ist, wie drücke ich den Scheibenwischer an. Und das sind die Kompetenzen, die ich brauche, aber doch nicht sinnentleert, sondern nur die sehr nützen, um die Scheibe frei zu machen, um anzukommen. Genau. Und die erste Frage ist, jetzt kennst du ja auch Simon Sinek, wer das warum kennt, der weiß auch, wie man leichter dahin kommt. Und das Wie kannst du wieder mit koppeln, dass du für alle Zufälle, die es gibt im Leben, ist nie planbar. Ja. Aber ein, ich sage immer so, Pfeile im Köcher, die du dann halt abschießen kannst. Genau. Das sind Kompetenzen. Oder ein Werkzeugkoffer, wo du verschiedene Werkzeuge hast. Nimm ein Werkzeugkoffer. Und nicht nur mit dem Hammer rumrennst. Ja. Und wenn du im Auto stehst und sagst, oh, es regnet, ich habe keine Scheibenwischer, aber kein Werkzeug, ich habe einen Platten, ich kann nicht weiter, dann bist du schlecht vorbereitet. Immer so wieder aus, in der Antizipation. Wie wenn du auf den Mount Everest steigen willst und mit Flipflops und Hawaii-Hemd daherkommst. Diese Schatten gibt es aber auch. Das ist, dann scheiterst du ja schon am Ansatz eigentlich. Die gibt es wirklich. Ich habe in Oberbayern gewohnt. Die haben da immer welche runtergeschleift, weil die mit irgendwelchen Sandalen auf dem Berg sind. Die haben, genau. Weil irgendeiner erzählt hat, das schaffst du auch. Oder Marathon. Ja. Marathon ist auch ein geiles Zufallsbeispiel. Also Zufall ist, beim Stammtisch sich zufällig hat hinreißen lassen, also ich nicht, ne? Die anderen, ich mache auch einen Marathon. Bist du mal angelaufen? Nee. Habe ich gemacht, um meine Scheidung zu verarbeiten, bin ich Marathon gelaufen, besser als saufen. Und habe trainiert, weil du musst dich doch vorbereiten, wenn du sowas läufst. Und ich bin da dreimal angetreten, habe es dann gepackt, war nicht so leicht, habe jetzt nicht die Figur eines fränkischen Afghanen. Und du hast es durchgezogen, oder? Ja, ich habe es durchgezogen, ja. 4:25 am Zürichsee. Übrigens, super. Dann haben sie gesagt, ich soll besser trainieren, damit ich schneller werde. Eigentlich wollte ich das nur als Leidenschaft, ne? Und Verarbeitung im Kopf, ne? Bevor ich irgendwelche anderen Dummheiten mache, nach meiner gescheiterten Ehe. Übrigens, das Scheitern meiner Ehe war natürlich nicht durch mich bedingt, ne? Du kannst gar nichts dafür. Nein, ich kann nicht. Also ich bin auf die Laufbahn und dann sieht man hinten, nach 5 Stunden, das sind ja teilweise sind ja so Zeitfenster bis 6 Stunden offen, weil wir wieder im Sport sind. Ja. Und durch Zufall, durch eine Wette, siehst du dann Leute, die sich da ohne Vorbereitung wieder auf die Reise begeben. Und es ist dann das Feld des Leidens, so nach 5 Stunden. Wo du sagst, die sind ja gesundheitlich gefährdet, weil man schleppt sich, nur weil man vorher irgendein so ein Blödsinn da per Wette, ne? Oder wenn du verloren hast. Das war dann der Auslöser, aber du hast es dann durchgezogen. Und dann hast du gar keine Ahnung und sagst einfach hier, weil irgendwelche Gurus wieder schreien, auch du schaffst den Marathon, ohne irgendwas zu machen. Du musst an dich glauben. Du musst was dafür zu tun. Fuck you. Ja. Und dann am Schluss werden die natürlich, es gibt Todesfälle. Es gibt immer wieder Todesfälle bei solchen Sachen, weil die Selbstüberschätzung einfach da ist und keine Vorbereitung. Ja. Und der Auslöser war Zufall, die Vorbereitung nicht vorhanden, tot. Aber dann haben sie es ja wahrscheinlich. Nur im Umkehrschluss, wenn einer einen Marathon laufen will und nimmt sich eine Vorbereitungszeit, sagen wir mal 6 Monate oder 12 Monate, ich bin jetzt nicht im Thema drin, und arbeitet da schön seinen Trainingsplan ab, ist doch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er diesen Marathon gesund übersteht. Schau, jetzt sind wir wieder. Die Wahrscheinlichkeit wird erhöht und wenn du dann noch die Vorsichtsmaßnahmen triffst, wenn es dir irgendwo auf die Schnauze haut, dann was mache ich dann? Genau. Damit du wieder aufstehst, dann kommst du durch. Also ich kann das voll unterstreichen. Aus dem Fußballkontext, du bist mal 0-1 hinten, 0-2, aber wenn du das Gefühl hast, ich durfte ja beim FC Bayern München in der Jugend spielen. Man spricht ja immer von diesem FC Bayern gehen. Das ist wirklich so. Das fängt in der Jugend schon an. Ja. Das ist es wurscht, wie es steht. Das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Das Spiel ist nach 90 Minuten zu Ende. Wie oft haben wir es erlebt, dass wir das Spiel mit einem Selbstverständlichen einfach gedreht haben?
Ja? Und es war selbstverständlich. Und im Business-Kontext, also im Vertrieb, war das auch so, wenn ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen kann, wenn ich schon performt habe, ja, das und fit bin. Sehr gut, psychologisch. Und wenn man im Teamaufbau mal tätig ist und vielleicht das Team nicht so performt hat, aber du weißt, hey, wenn es ist, dann rock ich den. Na, du hast Handlungspläne. Ja. Du sagst, wenn das passiert, das weiß ich, was ich zu tun habe. Das ist die Unabhängigkeit. Das ist eigentlich die eigentliche Freiheit, eine Sache sehr gut zu können. Aber können heißt nicht, dass ich immer abliefern kann. Deswegen ist dieses regelmäßige in Bewegung zu bleiben. Im Sport ist es ja auch so, wenn ich sage, ich habe mal 10 Jahre im Fitnessstudio täglich trainiert, aber jetzt mache ich seit 5 Jahren nichts mehr, dann kannst du es ja auch nicht wieder von 0 auf 100 abrufen, sondern man muss immer Reize setzen, entwickeln und dann ist, denke ich mal, ist man auch gut vorbereitet für ein gutes, erfolgreiches, nachhaltiges Leben und das schweift ja auch in die anderen Lebensbereiche. Also diese Erfahrung habe ich gemacht. Es ist immer ein Mosaikwerk. Vielleicht noch ein Beispiel, was all das zusammenfasst, was du jetzt gesagt hast. Landung auf dem Hudson River. Mhm. Das, glaube ich, kennt jeder. Das kennt jeder, ja. Und ich habe mir, das ist ja ein paar Jahre her, wo über New York... Der war ein Kampfpilot, glaube ich, früher, gell? Ich weiß nicht, was vorher war, aber es war ein sehr erfahrener Pilot, er war älter und es war ganz spannend, als ist ja Folgendes passiert, da sind Vögel in die beide Triebwerke, Landeanflug in, ich glaube, JFK, New York, ist doch JFK, ne? Da gibt es mehr Flughäfen in New York. Und dann sind beide Triebwerke ausgefallen. Und ich schwöre dir, wenn wir zwei da drin sitzen, wir zwei, ja, gut aussehen, Black Man, also Black Man, schwarz gekleidet, Yo Man, dann würden wir total in Panik verfallen. Ja. Ja, dahin sitzen irgendwie 200 Leute, 250, wir wären gelähmt. Und der Typ landet auf dem Hudson River ohne Triebwerke und keiner Seele wird ein Haar gekrümmt. Und er steigt sogar als letzter vom Flugzeug noch auf. Das ist also halt auch noch die Ehre und die Berufsauffassung. Schule, ja. Das ist alte Schule. Jetzt bin ich in Berlin, ich war damals in Berlin zu einem Piloten und habe gesagt, ich will mal wissen, was da vor sich geht. Wie schafft einer? Das ist ja unmenschlich. Mhm. Und dann ist jetzt wirklich abschließend für dieses Thema heute, all das haben wir da drin. Dann sagt er zu mir, also die meisten Menschen wissen das nicht. Jeder Pilot muss regelmäßig in den Simulator. Mhm. Und wir haben ein mentales Trainingshandbuch. Alle Piloten müssen mentales Training heißt, übrigens ist definiert, das gedankliche Durchgehen einer Ausnahme, eines Critical Incidents, so sagt man das. Und der hatte zufällig vorher, kurze Zeit vorher, den Fall im Simulator, beide Triebwerke fallen aus. Okay. Das ist Zufall. Dann hat er das sozusagen. Und jetzt könnte man wieder sagen, der liebe Gott hatte seine Hand, der liebe Gott hier von oben. Das war Zufall. Ja, ja. Der hat das Ding vorher trainiert und dann steigt er in die Maschine und beide Triebwerke fallen dann aus. Ja. Und jetzt kam Erfahrung dazu. Das war ein erfahrener Pilot, der mehr als 10 Jahre, haben wir wieder die Zeit, einfach kritische Situationen durchspielt und Ruhe bewahrt. Ja. Du musst Ruhe bewahren. Der Schock kommt immer nach einem Critical Incident, nach einer schweren Situation. Und dann landet er mit dieser Kombination, es war Zufall, es war doppelter Zufall. Einmal Zufall, dass die Vögel reinfliegen und Zufall, dass er vorher das trainiert hat. Ja. Dann kam Erfahrung dazu und dann landet er ohne einem Menschen weh zu tun. Fantastisches Beispiel, eigentlich alles drin, was wir heute aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet haben. Ja, liebe Zuhörer, ich denke, wir haben sehr, sehr viel Erfahrungswerte zu diesem Thema. Gibt es Zufälle? Gegeben. Die gibt's und zwar massiv. Aber absolut. Tolles Thema. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wieder eine Folge hinter uns. Hat sehr viel Spaß gemacht, lieber Oliver. Ja, sehr. Und wenn ihr noch irgendwelche Anregungen, Fragen habt oder Themen, die euch interessieren würden, schreibt es uns gerne per Instagram oder auf diversen Kanälen. Ja. Und dann freuen wir uns beim nächsten Mal. Ja, freuen wir uns wirklich. Also liebe Liebenden und Zuschauenden, Frauen, Männer und Queer. Wir freuen uns sehr. Sagt einfach, was ihr haben wollt. Wir haben einfach Bock, miteinander zu kommunizieren auf jedem Kanal. War mir eine Freude. Ebenfalls. Und bis zum nächsten Mal bei Pro Meets Profiling. Yeah. Yes. Pow. Das war so geil damals.